traumhaften guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Yu-Gi-Oh! Ich sag den Titel jetzt nicht immer komplett, weil sonst brauche ich nicht mehr Let's Playen, weil sonst kann ich nicht mehr reden. Bin ich heiser. So, wunderschönen guten Tag nochmal. Die unbesiegbare Riesenmotte haben wir jetzt vor uns und wir werden natürlich bald unser Deck überarbeiten. Aber momentan müssen wir noch mit den Anfängerkarten zurechtkommen. Ich glaube, der Kartenshop ist auch noch gar nicht freigegeben. Ich glaube, da komme ich noch gar nicht ran. So, ich nehme die Schere und verliere. Na super. Aber ich hasse diese kleine Wanze, ne? Ich habe ja nur die erste Staffel Yu-Gi-Oh! Gesehen und den habe ich am meisten gehasst. Der war so... das war so ein richtiger Widerling. So, gut. Erstmal hier Scherbe der Gier. Weil mehr Karten sind, mehr Karten sind, mehr Karten. So, Spielkraft schmeiße ich mal auf die Seite. Wisst ihr was? Dann machen wir erstmal hier ein bisschen Verteidigung. Und beenden den Zug. Dann bist du dran. Weevil Underwood. Topf der Gier, verbotene Karte. 1200. Aha. Ja, nö. Tja, da hast du wohl ein bisschen meine Karten unterschätzt. Ah, perfekt. Wisst ihr was? Das mache ich doch einfach, bevor der irgendeinen miesen Plan da hat. Zack. Dann bekomme ich eine Marke drauf. Die verliere ich aber gleich wieder, weil ich den Effekt aktiviere und zerstöre seine Zauberkarte. Und ich glaube, das war auch gut so. Gut, Battleface. Dann machen wir mit Brecher magischer Krieger das Mistvieh noch weg. Und dann beenden wir den Zug. Ich finde das Design hier auch echt schön gemacht. Das sieht so ein bisschen nach Bilderbuch aus. Finde ich irgendwie süß. Was spielt er jetzt? Underwood, sag doch mal, was du spielst. Bitte, bitte. So, ich beschwöre die amazonische Königin. Der Brecher magische Krieger ist jetzt eh zu schwach. So, du bekommst noch eine schöne Halskette. Dadurch ist sie wesentlich stärker. Und jetzt gibt's aufs Gesicht. So, okay. Mehr kann ich leider nicht. Och nee, oder? Boah, wie ich diesen Käfer hasse, Alter. Insektendeck. Ich kann diese Namen nicht aussprechen. Gyaku Gire Panda. Okay, Gyaku Gire Panda. Der hat ein Blatt auf dem Kopf. Okay. Süß. Auch so eine Karte, die gleich rausfliegt am Anfang. Mit Sicherheit. 1600 Angriff. Weißt du was, dann machen wir das so. Kann ich die schon aktivieren? Ich glaube schon, ne? Ui, was hat denn der... Der hat eine Fähigkeit? Okay, cool. Ich weiß zwar nicht, was genau das jetzt ist. Ich weiß nicht. Dann hole ich mir die Dunkelklinge. Kriege ich die jetzt? Ach nee, die wird oben aufs Deck gelegt, oder? Wenn diese Karte als normal oder Spezialbeschwörung bestimme ein Monster vom Typ Krieger der Stufe 4 oder niedriger in deinem Deck, außer Feldkommandant Raz. Okay. Raz. Und lege es auf dein Deck. Okay, cool. Ja, ist ganz nett. Kann ich das aktivieren? Das kann ich aktivieren. Zwei Runden schon vorbei. So, ich bekomme ihn dadurch auf die Hand. Kann ihn jetzt aber nicht mehr spielen. Ist aber nicht schlimm. Dann machen wir erstmal den Käfer da weg. Dann machen wir die andere Karte weg. Oh nee. Nein! Ich hasse dich. Menschenfressendes Insekt. Sorgt dafür, dass wenn ich es angreife, dass... Ja. Der Angreifer zerstört wird. Ist aber nicht schlimm. Ich habe schon eine alternative Strategie. Und zwar unser kleiner Kobold der tosenden Flammen. Ist auch eine sehr gute Karte.
Den spielen wir mal aus. Dann würde ich sagen, gehen wir in die Battle Phase, greifen mit ihm hier an. Das ging in die Hose, aua. Aber unser Kleiner hier kann den Gegner direkt angreifen. Und das machen wir auch, denn dann bekommen wir 1000 ATK dazu. 1100 hat er jetzt. Nee, jetzt fängt er so an. Aber er greift nicht an, ne? Zur Sicherheit spielen wir die nochmal. Dann Battle-Pfarze. Weißt du was? Ich greife die trotzdem an. Ja, das war auch gut so. Du greifst ihn wieder direkt an und bekommst nochmal 1000 drauf. Das kann ich nämlich jede Runde machen. Jetzt hat er schon 2100. Jetzt ist er schon stark genug, um das Ding hier platt zu machen. Das lohnt sich. Das lohnt sich richtig. Deswegen mag ich die Karte auch. Hatte ich auch in meinem anderen Deck, glaube ich, lange Zeit drin. Ich bin unheimlich müde. Ich versuche die ganze Zeit, meinen Gähnen zu verbergen. Was ist denn heute los? So. Können wir auch mal setzen. Können wir uns eine Kreatur zurückholen. Und dann, weißt du was, komm, holen wir die Dunkelklinge auch noch. Dann ist das Feld voll. Theoretisch könnte ich ihn jetzt platt machen. Ich glaube, das mache ich auch, weil dann ist wenigstens die Karte mal weg hier. Dann kann ich ihn nämlich auch mit den anderen direkt angreifen. Wird zwar die Karte hier nicht stärker, aber so komme ich wenigstens mit den anderen auch mal an seine Lebenspunkte ran. Gut. Ja, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Dürfte bald vorbei sein. Ich schätze mal, wir schaffen pro Folge immer 2 Duelle, später wahrscheinlich dann auch mal nur 1, weil später echt Duelle kommen, die lange dauern können. Boah, wieder eine Fallenkarte, mehr kann ich im Moment auch nicht tun. Tja, dann, weißt du was, greife ich dich mal direkt an, kriege ich nochmal 1000, habe ich schon 3100. Dann sollte die Dunkelklinge am besten machen. Ja. Wäre mit dem auch gegangen, aber ist egal. So, das war's. Sehr schön. Es ist vorbei. Ich habe gewonnen. Nein, unmöglich. Meine Mutter ist unschlagbar. Die hatte sogar nicht auf dem Feld. So, wir bekommen wieder 1005. Okay. Weil wir haben ja auch nur die Kakerlake zerquetscht. Als nächstes spielen wir die Harpie. Und nach diesem Duell gucke ich gleich mal, ob wir schon in den Kartenladen gehen können. Vielleicht warte ich auch noch ein bisschen länger, denn es gibt Karten, die ich von Yugi kaufen will. Also ich will Yugis Deckkarten kaufen. Da sind nämlich ein paar drin, die ich unbedingt haben möchte. Meine Lieblingskarten nämlich. Oder besser gesagt, die eine. Es gibt zwei, die aber ein bisschen zusammenhängen. Also zwei Lieblingskarten. Und beide sind in Yugis Deck. Deswegen werde ich da wahrscheinlich ein bisschen warten und da dann mein Geld reinballern. Und investieren. So geil, ich habe nur... Ja, okay. Aber weißt du was, ich mache das trotzdem. Dann machen wir das hier. Zack, dann machen wir das hier. Zack. Spalt benutze ich jetzt mal nicht. Und damit kann ich eigentlich auch noch warten. Mit Blitzklinge können wir sie dann verstärken. Das ist ganz gut. Da, Mai, du Vogel. Ach nee, ihr alter Trick. Die Harpienschwestern. Mhm. Ist hier auch nur eine Karte, ne? Im Anime waren es, glaube ich, dann 3 Karten, die man gebraucht hat oder die man dadurch ausgespielt hat. Ja, machen wir einfach dahin. So, jetzt werde ich direkt angegriffen. Das ist nicht schön, aber ist auch nicht allzu dramatisch. Wenn ich jetzt ehrlich bin. Oh ja, jetzt kann ich das ultimative Monster erschaffen. Wir spielen. Wir bekommen dadurch 800 ATK und dadurch 500. Erstmal machen wir das hier. Dann sind wir das Kackvieh schon mal los. Danach beschwöre ich Gebieterische Ritter.
Da habe ich immer gedacht, ich habe ganz lange gedacht, dass das auch eine Amazonenkarte ist. Ist es aber gar nicht, ist eine Ritterkarte. Dann aktivieren wir die Blitzklinge. Und jetzt tue ich etwas, was jeder gute Spieler niemals tun würde. Alles auf eine Karte setzen. Gut. Die andere sprengt es ja sowieso. Ich weiß nicht mehr, welche hat die jetzt angegriffen? Ah ja, da sehen wir es ja. Die da war's. Das heißt, ich kann die andere platt machen mit 2900 ATK. Dürfte das kein Problem sein. Siehste. Und ich beende meinen Zug. Und jetzt macht's Bumm, oder? Macht's Bumm? Mach Bumm. Bumm. Ja, mach Bumm. Sehr schön. Dann aktivieren wir die Karte hier, Ruf der Gejagten und holen uns die Karte einfach wieder. Ist ja egal, die hat zwar nur 1000, aber hey, ist doch Wurst. Ist doch Wurst. Ist ja egal, geh. Schaden ist Schaden. Die hat auch nur 1300, spiele ich jetzt trotzdem im Angriffsmodus. Da ich nicht glaube, dass wir vom Mai noch was zu befürchten haben. Ich greife jetzt trotzdem mit ihr die Karte an, ich habe Angst. Ja, es war auch gut so. Die anderen beiden hätten verloren. So, und jetzt mache ich dir Schaden. 1300 und noch einen schönen saftigen Tausender auf deinen Nacken. Kann ich die Karte hier aktivieren? Ja, die kann ich aktivieren. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Oh, schwarzes Loch. Cool. Ach ja, das war ja das mit dieser Pendelzone. Das sind die Dinger hier. Das und das. Deswegen sind hier diese Symbole drauf. Kümmern wir uns drum. Ich habe jetzt schon Karten drin, aber Pendelbeschwörung. Entweder ich zeige es euch mal oder wir kümmern uns drum, wenn wir in der Season sind. Wo das aufkam irgendwie. Ich glaube, die Felder gab es früher auch nicht. Die sind auch neu. Die sind, glaube ich, von beiden Spielern nutzbar irgendwie. Ich keine Ahnung. Ich bin alt. Ich kenne mich doch da nicht mehr aus. Aber ich spiele es trotzdem. So. Harpien Königin. Na gut. Kannst du machen. Habe ich nichts gegen. Die putzt sich weg. Die dunkel klingt. Wobei. Ist eigentlich egal, ne? Beschwören wir sie mal. Den funkelnden Ritter. Ich mag Ritterkarten irgendwie, merkt man, ne? So, aber ich glaube, später switche ich auf Magierkarten um. Wobei ich auch mal so richtig Bock auf ein Drachendeck hätte. So, dann machen wir weg. Und jetzt gibt's wieder ordentlich ins Gesicht. Das könnte sogar schon reichen. Ja, das reicht. So. Gute Nacht. Wir haben Mai weggeputzt. Wie? Ja, ich habe den Anfang auch nicht gelesen, ne? Na egal. Wie konnte ich nur gegen so einen Amateur verlieren? Mai, ich habe versucht, dir zu erklären, dass es bei Duel Monsters um mehr geht, als dem anderen den Hintern zu versohlen. Genau, da geht es den anderen Dingen drum. Wenn du jemals ein echter Champion werden willst, musst du dich auch um andere kümmern. Ja. Sehr schlaue Worte, Joey. So, und in der nächsten Folge Angriff aus der Tiefe. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sind bei 13 Minuten. Wir sind bei 13 Minuten. Ich kann jetzt die Folge nicht beenden. Ach komm, den nehmen wir noch mit. Den Marco Tsunami, den nehmen wir noch mit. Den machen wir noch weg. Das sollten wir hinkriegen. Und dann gibt es halt 3 Duelle in einer Folge. Ist ja auch schön. So. Hier, er macht Schere, ich verliere. Das hat sich gereimt. Egal. Oh, ich muss anfangen. Ich will nicht anfangen. Warum muss ich anfangen? Oh, ich kriege sehr viele Karten in 2 Runden. Toll. Naja, vielleicht halte ich bis dahin ein bisschen durch. Dann gehen wir erstmal auf Verteidigung. Ich habe nämlich Angst vor dem Wassertypi. So, wir aktivieren hier einen Effekt. Wir aktivieren hier einen Effekt. Und jetzt beende ich meinen Zug. Schönes Bild. Symmetriewahn. Ich bin ein Symmetrie-Duellant. Ah, das war wohl nichts. Das hat dir mehr wehgetan wie mir. Glaub mir das. Ey. So ein Arsch. So, aber ich habe schon mal 2 Marken drauf. Das heißt, ich krieg dann echt 4 Karten. Das ist cool. So, pass mal auf. Wir machen das folgendermaßen. Amazonische Kämpferin, die bekommt eine schöne Halskette von mir geschenkt.
Hat damit 2000 ATK. Und wir machen mal diesen ekligen Glibberfisch da weg. Zack. Und du bist dran, Marco. Du stinkst nach Fisch. So. Das habe ich ihm gegeben. Krass, ne? Okay. Dann holen wir uns mal ein paar Karten. Scherbe der Gier. Und ich krieg von Scherbe der Gier, Scherbe der Gier. Tönt. Toll. So, was kriege ich denn alles? Die aktiviere ich gleich mal. Die schmeißen wir mal raus. Glänzender Ritter. Ja, nicht wirklich besondere Karten. Aber auf welche Karten hoffe ich denn? Ich habe ja keine anderen Karten im Deck. Was ich nicht habe, kann auch nicht kommen. Schwarzes Loch spiele ich jetzt bestimmt nicht. Denn ich bin gerade im Vorteil. Oh. Ja, blöd. Das ist natürlich jetzt irgendwie... Inselschildkröte. Aber das Cover ist cool. Das Layout ist cool. Oh. Ja, wie blöd für dich, ne? Jetzt kriegt meine Amazonin halt noch eine Kette. So. Jetzt ist sie stärker wie deine Insel. Und dann hau ich noch die Ritterin raus. Die Ritterin kann die verdeckte Karte angreifen. Ja, das funktioniert auch gut. Wasserschlange. So, du machst den weg. Und Marco hat schon wieder nichts mehr auf dem Feld. Das finde ich gut. Ich mag diese Anhänger. Die sind super für den Anfang. Später sind sie nicht mehr so toll, aber für den Anfang sind die Anhänger echt gut. Genauso wie Ruf der Gejagten. Damit kann ich mir halt die Monster vom Friedhof wiederholen. Wenn man vom Teufel spricht. So. Einmal das, einmal ditte. Dann beschwören wir dich noch in die Angriffsposition. Feldkommandant. Wen holen wir uns denn? Ja, komm, dann hole ich die Dunkelklinge. Die Dunkelklinge. Da-da-da. Rass. Feldkommandant Rass. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, Feldkommandant, mach mal die Karte platt. Das hat gut funktioniert. Fliegender Fisch. Und jetzt greife ich dich direkt an. Und das wird wehtun. Das wird sehr, sehr wehtun. Gut, haben wir. Na, 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 na. Ja, will ich machen. Ruf der Gejagten. Ja, komm, warum nicht? Warum nicht? Sehr egal. Holen wir uns halt den Kriechdrachen wieder. Den Kriechdrachen, sei schon, den Drachen, der in der Höhle haust. Der kommt dann hier hin. Was soll schon passieren? Ich habe ja noch einmal Ruf der Gejagten, also selbst wenn. Und Marco ist sowieso ein Angsthase, das ist eh kein Problem. So, na gut, dann... Boah, weißt du was, ich gehe auf Nummer sicher, dann habe ich auf jeden Fall gewonnen. Mach das platt. 1800. Und weil er so süß ist, darf unser Drache, der in der Höhle haust, noch einmal draufhauen. Cool. Marco ist damit also auch Geschichte. Was ein großartiges Duell. Ich ziehe meinen Hut, mein Freund. Du hast keinen Hut auf. Diesen Sieg habe ich mir hart erkämpft, Marco. Du bist auch ein toller Duellant. So, was kriege ich, was kriege ich? Inselschildkröte habe ich auch bekommen, okay. 1193. Ja, das ist ja immer ein bisschen. Und in der nächsten Folge der Dinosaurier-Duellant. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.